Aha, passt doch. Was ist das für ein kranker Preis? Ich bin gespannt, Leute. Weißt du, der Preis war krank. Wirklich kranker Preis. Das könnte ein Geheimtipp werden, wenn der überzeugt. Auf jeden Fall, die Bude war voll. Bude war voll. Alle am Bangli bestellen. Scheint ein Studententipp zu sein. Aber bei Dönern haben wir schon gelernt, Studenten, die achten nicht immer so auf Geschmack und so. Hauptsache, Preis stimmt. Saftig. Brot sehr gut, wirklich sehr gut. Saftig. Pâté, Mayo am Start. Preis krank. Kranker Preis. Chicken an sich ist lecker, aber das ist so ein Chicken, das kriegst du in einem Curry oder irgendeinem Reisgericht. Ich hätte eine andere Füllung gerne gehabt, aber der Rest ist krank. Aber das ist jetzt persönlicher Geschmack. Und die Geiz nicht mit Pâté. Ich weiß, ich muss safe hier nochmal kommen. Für den anderen. Eine andere Füllung. Das! Geheimtipp, Mann. Das ist ein Laden. Hier muss man eigentlich Geld geben. Okay, ich habe jetzt noch keine große Reichweite. Aber rein theoretisch. Der verbreitet sich. Die anderen Foodburger kopieren mich. Komm auch hierher. Okay, es gibt eigentlich noch keinen, der bei mir macht. Aber ihr wisst, was ich meine. Der geht durch die Decke, hebt die Preise an. Also der Preis ist krank. Fünfer. Okay, 5,50, aber Fünfer. Oh. Mein Gott! Das ist billiger als alle anderen, hat aber mehr Füllung als die meisten. Das ist krank. Allein für Preis-Leistung müsste ich eigentlich auf die 1 tun. Geschmacklich ist das, könnte er die 1 sein, sehr wahrscheinlich 2. Aber wenn man andere Faktoren noch mit einberechnet, Preis-Leistung, ist einer, da taugt mir das Fleisch gar nicht mal so. Und ich finde, sagen wir, unpassend für Bangmi. Stell dir vor, ich hätte einen anderen genommen, wo mir die Füllung sogar auch noch taugt, der Belag. Schau mal, am Ende auch noch Fleisch. Echt nicht gespart. Pâté quillt über. Für 5,50, Mann. Neuer Fan. Solche Läden muss man finden. Qualität 1A.
Preis 1A. Noch unentdeckt. Ich kann nichts Schlechtes über diesen Laden sagen. Nächster Tag, wir sind wieder da, Leute. Ich muss noch mal schauen und checken, ob das die Nummer 1 werden kann. Da haben wir sie. Diesmal gibt es auch Sassio. Das gab es gestern nicht, das war schon ausverkauft. Ich komme rein, die haben sich ja nicht erinnert. Wieso direkt, ja, jetzt gibt's. Gerade frisch gemacht, nur für dich. Ich gehe jetzt noch einen anderen Spot abchecken, aber das seht ihr in einem anderen Video. Also die noch kritischere meinte, ja, nimm mit. Also wir checken jetzt noch einen anderen Bangmi-Laden ab. Das seht ihr in einem anderen Video, ja, nimm mit. Die überleben schon die Reise und so. Ich finde nicht. Ich finde, ich hätte sofort testen sollen. Und jetzt mache ich es auch. Ich glaube, kennt ihr, also ihr wisst, wenn ihr mich kennt, ich bin immer für den Underdog, ja. Und es gibt Leute, die wollen die Nummer 1 nicht fallen sehen. Ich glaube, sie unterbewusst will sie, dass der hier schlecht wird, dass sie den hier nicht in optimaler Form testen will, damit Bangmi Min auf der 1 bleibt. So. Das Fleisch ist nicht so geil. Also die Füllung taugt mir sogar noch schlechter. Aber alles andere ist top. Wenn die noch andere Füllungen anbieten würden. Ja, das ist Geschmackssache. Also Qualität ist top. Nicht so begeistert wie gestern, aber liegt echt an der Füllung. Das alles andere ist Hammer. Bin gespannt auf deine Meinung. Schauen Sie erstmal rein. Hier, mal, hier. Chill doch, lass mich das Papier wegmachen. Mayo, Gospati. Überall, du wirst es schon schmecken. Ich habe schon eine neue Meinung zu dem. Also ich rede mit denen eine neue Meinung zu gestern im Vergleich. Ist nicht zu viel von dem, ich habe noch das andere. Warum? Gut, ja. Tatsächlich gut, ja. Knusprig? Ja. Drinnen schon mal? Ja. Genug ja, der ist saftig, ja. Sehr gut. Hühnchen gut tatsächlich. Tatsächlich habe ich nicht so viel rausgeschmeckt, muss ich zugeben. Saures eingelegtes Gemüse, sehr gut. Und mir fehlt mehr Koriander. Jetzt kommt einiges. Aber? Ja, deswegen schmeckt er mir so gut, weil da keins drin ist. Das ist das Wichtigste. Aber? Minze ist drin. Minze ist drin, kam, ja. Kam mal fresh, kam mal aber auch nicht fresh. I like the Brot. Ja, ist gut. Ja, genau. Das Brot ist nicht schlecht hier. Boah, kann schon Konkurrenz machen. Warte, ich habe noch das andere. Oha, warum beißt du noch mal rein? Du bist keine starke Esserin. Und wir haben noch welche. Zu viel Minze. Das nimmt den Geschmack dann vom Fleisch. Bei dem weiß ich nicht. Da hatte ich noch nicht so viele Bissen. Aber hier waren, glaube ich, 2 Stücke Minze drin. Ab und zu ein bisschen ist okay. Das Fleisch ist. Das Fleisch an sich, muss ich ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht so krass. Ich bevorzuge immer noch ein anderes Topping, ein anderes Fleisch. Beilag? Ja, tatsächlich. Mir hat das Hühnchen besser geschmeckt. Ja, tatsächlich, mir auch. Obwohl Hühnchen. Weil Fleisch nicht so zart. Ja. Es ist nicht so. Es hat auch nicht so Aroma. Es muss ein bisschen. Richtig. Angegrillt sein. Ja. So ein bisschen Aroma eingeschmiert, sag ich mal.
das Fleisch selber hat leider keinen. I see it, it's good. Es ist gut, deswegen meine ich auch, kann die Konkurrenz sein, definitiv. Dennoch weiter bei Nummer 2, weil das Fleisch hat mich nicht überzeugt. Same. Also, mit anderer Füllung hätte es mehr Potenzial, ja. Genau, also auf das Ergebnis bin ich auch gekommen. Halt, entweder crunchier oder aromatischer, eher, mehr Grillaroma, irgendwas, dann würde ich dann neben die einstellen. Hätte ich auch gesagt. Weil alles außer halt das Fleisch immer. Ja. Wobei das Hühnchen schmeckt mir mehr. Das ist doch lecker. Und auch die Koriander. Bei Me Time, Leute. Wir haben letztens zufällig Nummer 2 entdeckt. Super solide, geiler Preis. Und wir müssen trotzdem weitersuchen. Hey, vielleicht finden wir noch einen, der uns überrascht. Heute sind wir da. Ich habe aber... Ja, ich erzähle es später. Ich habe schon ein Menü gesehen. Die haben 2 Bang Me's. Die sind nicht so auf Bang Me spezialisiert. Eher auf deutsches Frühstück. Wo ist es, Leute? Irgendwo ist es schon. Ah, hier. Super schön hier, Leute. Boah, sieht super aus, Leute. Sieht echt gut aus. Ich war vorhin in einem Call. Ich habe Kamera angemacht mit der Kollegin. Die hat das auch von der Ferne betrachtet. Die meinte, wow, sieht sehr geil aus. So, schauen wir doch mal, Leute. Sieht sehr geil aus. Oh, oh. Da war ich ein bisschen zu euphorisch. Schön wieder drauflegen. Wir sind unter Beobachtung. Mein Vater sieht ja, wenn wir nicht unter Beobachtung sind. Diese Stelle hier ist sehr saftig. Alles fresh. Ihr seht mich das nie machen. Aber wer braucht es? Ja, ja, eigentlich. Da bin ich bei dir. Du musst halt auch Ferien machen. Ja, du musst nach Vietnam. Der Kaffee, das war ja super. Ja, brandneue Flasche, oder was? Brandneue Flasche, oder was? Saft ist am Start, der tropft schon runter. Okay, okay. Ja, die ist zu teuer mit 2 Kindern und so weiter. Du hast 2 Kinder. Ich kann euch sagen, ist solide, ich habe einen Mangelpunkt, sonst alles fresh. Wir hatten definitiv schon schlimmere. Viel schlimmere. Man muss ja auch betonen, das ist kein Restaurant, das ist ein Café. Die bieten ein bisschen Frühstück an, Kuchen, Kaffees. Ich hab's mit der Soße übertrieben. Das ist echt der Holle der Bangies werden, Leute. Bangie läuft nicht so. Kriegt der Fisch noch nicht, aber irgendeiner muss ja der Erste sein, der das etabliert. Wir müssen Bangie hypen, Leute. Also nicht dieses Bangie, aber allgemein Bangie. Wenn die ganzen Foodblogger anfangen, Bangie wie... Ja okay, ich schaff's nicht auf dasselbe Level wie Döner. Oder Burger. Aber auf Nummer 3 können wir mit Bangie schon kommen, Mann.
So, auf die Hand, Südfood, Mann. Wir können auf jeden Fall Shawarma überholen, also bitte. Eigentlich kann safe Shawarma überholen. Okay, Pizza leider auch nicht, weil Pizza schon, also in meinen Augen, natürlich können wir Pizza auch überholen. Aber nicht in den Augen der Deutschen. Das ist Pizza schon zu etabliert. Ja, auf Platz 4 können wir schon kommen mit bei mir, oder? Mit Besitzer habe ich auch ein bisschen gequatscht. Der hat mir ein Banh Mi, zwei Banh Mi hat er noch empfohlen, die ich nicht auf meiner Liste hatte. Ein Banh Mi von einem deutschen Paar. Aber ich wusste den Namen nicht. Müsste ich irgendwo irgendwie finden noch. Und es gibt so einen gehypten Kartoffelladen hier am Viktualienmarkt. Und anscheinend haben die auch eine Kartoffel mit Banh Mi Füllung. Könnten wir abchecken, ja, ansonsten meint er ja, die bieten halt nur Pute an und vegetarisch, weil Kundschaft hier, die haben das andere Zeugs nicht gekauft. Das heißt, Schwein und Beef haben die nicht wirklich, lief nicht. Ja, ansonsten, seine Mutter hat vorbeigeschaut, süße alte Dame. Und ja, die haben halt ihren Kaffee, haben ein bisschen über Banh Mi geredet, wo ich schon war, was so mein Favorit momentan ist. Der meint auch B&B. Habt ihr das Video schon gesehen? Ich weiß nicht, wann das Video kommt. B&B auch katastrophal. Das war momentan meine Nummer. Letzter Platz. Da haben wir dieselbe Meinung geteilt, solche Sachen. Die zwischenmenschliche Interaktion, die ihr manchmal nicht seht. Das beste Banh Mi für den Insi-Modus. Preis-Leistung unschlagbar. Irgendeiner von meinen Zuschauern, also auf Instagram, Followern, hat mir den vorgeschlagen. Überraschend. Extrem gut. Irgend so ein Student, yo Hong, ich gehe LMU studieren. Da ist so einer im Innenhof hier. Check den ab, klasse Banh Mi. Die Sache ist, die meisten Zuschauerempfehlungen taugen nichts. Ausnahmsweise war der mal gut und starke Empfehlung. Der andere Laden, ja, spezialisiert sich nicht auf Banh Mi, deswegen gönnt euch dort einen Kaffee und Kuchen und sowas und Frühstück. Das war's von mir. Immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zweitkanal der Mine. Serious Business und ciao.